Hallo Leute, heute gibt es wieder eine Rezension und zwar habe ich ein Rezensionsexemplar gekriegt, mein erstes vom CBT Verlag und zwar geht es heute um dieses Buch Valentine Vendetta trifft mich um Mitternacht von Catherine Doyle. Ich wollte schon Fischer sagen, ich weiß nicht warum. Catherine Doyle, wie gesagt, aus dem CBT Verlag, ist eine Klappbroschüre, die ihr seht, umkostet 14,99 Euro in Deutschland und 15,50 Euro in Österreich und hat um die 410 Seiten, soweit ich mich erinnere, ich guck mal, 411. Fast richtig. Auf jeden Fall habe ich das als Rezensionsexemplar angefragt und auch bekommen, nämlich, weil es mich nämlich interessiert hat, wegen der ganzen Liebesgeschichte und Mafia-Dingen, was sich so angedeutete vom Klappentext. Und deswegen stelle ich es euch heute mal vor. Es geht hier drin um Sophie, genau. Und Sophie lebt in einem Vorort von Chicago und führt quasi ein kleines Diner, obwohl es eigentlich von ihrem Onkel geführt wird. Aber sie arbeitet halt da und da lernt sie eines Tages zwei Brüder kennen, und zwar Nick und Luca, die gerade quasi dahin gezogen sind in ein altes verlassenes Haus, an dem sie immer vorbeigeht. Und die beiden faszinieren sie sehr stark, denn ja, sie sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch quasi sehr anziehend auf Sophie, genau. Und vor allem Nick hat sie irgendwie angetan und zwischen den beiden entwickelt sich langsam so ein bisschen was, weil sie sich immer wieder treffen. Aber irgendwann merkt Sophie, dass da etwas nicht koscher ist, dass irgendwas nicht stimmt mit dieser Familie, mit den fünf Brüdern und der Mutter, wo der Vater irgendwie fehlt und schon gestorben ist. Und außerdem hat Sophie eine eigene Hintergrundgeschichte, die mit ihrem Vater zu tun hat, der auch gerade nicht da ist. Wo genau der ist, müsst ihr selber rausfinden. Auf jeden Fall hat sie daran noch sehr zu knabbern und irgendwann stellt sich heraus, dass die Hintergrundgeschichte von ihrem Vater und dem Vater von Luca und Nick irgendwas miteinander gemeinsam haben und irgendwie verwoben sind, und inwiefern das passiert ist und was dann später alles noch darauf folgt, müsst ihr selber lesen. Wie gesagt, das ist so eine Liebesgeschichte in einem Mafia-Milieu, würde ich mal sagen. So kommt es auch, glaube ich, rüber von dem Cover und dem Klappentext so ein bisschen. Und die Jungs reden auch viel Italienisch, was ich jetzt nicht unbedingt verstanden habe, aber manches davon wird auch übersetzt, das, was Sophie halt auch versteht oder was ihr übersetzt wird. Dementsprechend kann man sich so ein bisschen mit Sophie auseinandersetzen, mit ihr identifizieren, weil sie das selber ja auch teilweise nicht versteht, was die Jungs so auf Italienisch sagen. Und das fand ich an sich gut. Ich fand die Charaktere auch ganz gut ausgearbeitet. Ich muss allerdings sagen, dass bei mir die Emotionen nicht so richtig rübergekommen sind von dieser Liebesgeschichte, weil ich Nick so, ja, ein bisschen böse ausgedrückt, langweilig fand. Er war irgendwie nur so einseitig dargestellt aus Sophies Sicht, so schwärmerisch, toll, wunderbar halt, so wie man halt schwärmt für einen Jungen. Und er hat halt auch seine schlechten Seiten quasi, das wurde ja auch dargestellt, aber irgendwie fand ich ihn so langweilig und nichtssagend. Irgendwie fand ich so Nebencharaktere, so wie Luca zum Beispiel, irgendwie interessanter, weil sein Charakter so, also so einfach mehrere Facetten hatte und mir gezeigt hat, und ich fand ihn einfach irgendwie interessanter. Dementsprechend fand ich das so ein bisschen, also die Liebesgeschichte kam halt nicht so richtig bei mir an. Aber ansonsten war es halt auch trotzdem spannend. Es geschehen ja auch so einige interessante Dinge da drin. Und es wird viel über Moral gesprochen, weil halt ja, Mafia-Sachen vielleicht nicht immer so moralisch sind, wie sie dargestellt werden. Es wird auf jeden Fall aus verschiedenen Sichten dargestellt, wie man Moral erkennen kann. Und das finde ich, beziehungsweise an Moral definieren kann so. Und das finde ich als Philosophiestudentin, die sich ja auch viel mit Moral beschäftigt, sehr interessant. Und ich finde es auch gut, dass es hier im Nachhinein also rübergekommen ist als Message, dass ja man Moral manchmal halt sehr verdrehen kann oder so darstellen kann, wie man möchte, und trotzdem ist es dann nicht richtig, obwohl man das so sieht, dann ist es trotzdem nicht unbedingt moralisch, was man macht, obwohl man denkt, das wäre moralisch. Das fand ich zum Beispiel gut. Ein bisschen unbefriedigend fand ich allerdings das Ende, weil es irgendwie auf nichts hinauslief, weil es kein richtiges Ende hatte. Es war auch ziemlich offen gehalten, und ich dachte mir,
das ist irgendwie seltsam für ein Einzelband, also habe ich bei Goodreads mal nachgeforscht und habe herausgefunden, dass es der Anfang einer Trilogie wohl sein soll, obwohl die beiden Folgebände auch im Englischen noch nicht raus sind, von daher weiß ich nicht, ob die überhaupt noch kommen, aber angesetzt sind sie anscheinend und deswegen kann man wahrscheinlich auch dieses offene Ende ein bisschen erklären, da kommt halt noch ein bisschen was, was ich nicht erwartet hätte. Ich dachte wirklich, das wäre hier ein Einzelband. Ist es aber nicht. Deswegen kann man wahrscheinlich auch diesen Untertitel erklären. Die beiden Folgebände werden wahrscheinlich auch Valentine Vendetta heißen, denke ich mal. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich letztendlich diesem Buch 3 Sterne gegeben. Wie gesagt, es war in Ordnung, aber irgendwie so richtig mitgerissen hat es mich nicht. Es hat mich nicht so richtig berührt. Es war aber sehr interessant und sehr spannend und der Schreibstil war auch wirklich sehr gut. Das hat mir am Anfang direkt gefallen. Da dachte ich mir, das könnte ein gutes Buch werden. Es hätte Potenzial für die 5 Sterne, aber dann kamen halt diese Emotionen nicht so richtig auf und dann dachte ich mir, schade. Es sind aber gute durchschnittliche 3 Sterne, kann ich auf jeden Fall empfehlen für jeden, der sich da irgendwie für interessiert. Fand ich auf jeden Fall in Ordnung, würde ich das mal nennen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch mit dem Buch schon auseinandergesetzt habt, ob ihr es vielleicht schon gelesen habt und wie ihr es so gefunden habt oder ob es jetzt auf eure Wunschliste gewandert ist oder vorher schon da drauf war. Und ansonsten sage ich hoffentlich bis zum nächsten Video. Bye, Leute!